So, guten Morgen. Jetzt geht's zu unseren Hobbits und das müssen wir zu zweit machen, weil zwei volle Eimer Gemüse und Obst tragen. Das kriege ich nicht mit hin mit dem Film. Ja, das sind unsere zwei Sissy und Franz. Die suchen auch noch ein neues Zuhause. Franz ist auch schon natürlich kastriert. Das wären natürlich richtig große Kaninchen, also sie brauchen auch viel Futter, wie ihr seht. So, und während Dori noch Futter gibt, gehe ich schon mal weiter vor zu dem nächsten Häuschen. Da werde ich auch schon sehnsüchtig erwartet, wie ihr seht. Sind Luna und Fine und Idefix. Kann gar nicht schnell genug gehen. Schön viel Petersilie, Salat, Fenchel. Na, Luna wird es gar nicht frühstücken gehen. Jetzt geht's zu Bella und Sina. Die beiden wohnen zurzeit noch separat und noch nicht zusammen. Guten Morgen, Sina. Also die müssen nicht erst vergesellschaftet werden. Bella schon wieder raus? Nee. Okay, Bella muss noch drinnen bleiben. Guten Morgen, Bella. Sie hat mich eine kleine Verletzung hinten am Hinterbein. Und dann muss sie natürlich noch drinnen bleiben erstmal. So, ich gehe schon mal weiter mit euch zu den anderen Kaninchen. Das ist der Seppi. Wenn er wieder richtig gesund ist, auch in ein neues Zuhause gehen darf. Na, Seppi, was machen deine Augen? Warum sehen sie nicht so toll aus, ne? Ja, Frühstück kommt gleich. So, hier sind unsere Ostseeschweine. Viele Kinder fragen immer, wer sind denn die Ostseeschweine? Heute Morgen gar kein Quick-Konzert. Wer natürlich nicht fehlen darf, wer mit im Hoppeldorf wohnt, ist unsere Gisela. Gisela ist nämlich abgegeben von aus Schwerin und kann leider nicht mehr fliegen. Aber so kann sie immer die Treppe hier runterlaufen und sich im Kaninchengehege schön bewegen. Und manchmal sitzt auch ein Kaninchen bei ihr oben. Das sind unsere zwei Urlaubskaninchen, Lollig und Bollig. Guten Morgen, Fred. Fred ist auch noch ganz neu bei uns, frisch kastriert, muss auch erstmal noch einzeln bleiben. Weil nach der Kastration kann ja immer noch ein bisschen was nachlegen und das wollen wir ja nicht. Guten Morgen, Fred. Ach, da wird gerade von Dori an die Meerschweinchen verteilt. So, dann gehen wir jetzt mal zu Brunhilde. Und Ronja. Und irgendwo zwei. Ach, da versteckt ihr euch. Seid ihr noch gar nicht wach? Frühstück kommt sofort. Ja, viele fragen uns immer, warum wir so viele verschiedene einzelne Kaninchengehege haben. Ja, Kaninchen sind manchmal ganz schön rabiat untereinander. Zum Beispiel Ronja und Brunhilde haben früher
in den Alpengruppen, wo sie drin waren, ziemlich oft sich rumgekloppt. Und dann haben wir sie dann separiert und seitdem ist alles gut. Ah, guck mal, da sitzen Flecki und Tobi. Guten Morgen. Frühstück kommt. Die Dori verteilt noch fleißig. Ja, und Brownie da. Mal gucken, nach der darf schon wieder raus. Der hat mich auch in die Verletzung. Aber der kriegt sein Frühstück jetzt gerade im Haus. So. Noch so ein paar Möhrchen drin. Halt, Brunhilde, du darfst ja nicht drüber. Mit so einem schönen Freigehege hat. Man muss immer bedenken, 50 cm tief buddeln, weil sonst hat man da so schöne Gänge wie hier. Und dann können sie sich mal schnell durchbuddeln durch den Zaun. Ne? Und aber schön Versteckmöglichkeiten, Äste zum Knabbern. So sollte ein schönes Hoppelleben sein. Stimmt's, Brunhilde? Also wer einen schönen Platz hat, und einen schönen Gartenbereich fertig machen will für 2, 3, 4, 5 Hoppels. Das ist immer was Schönes. Und man sieht, wie schön sie so ihr Kaninchen da sein, ihr leben können. Ja, und immer schön viel frisch Obst und Gemüse und viel Heu und immer frisches Wasser. Und abends, damit sie dann auch eingesperrt werden und freiwillig reingehen, gibt es immer so ein paar Leckerlis von uns. Das ist immer das Trockenfutter. Das kriegen sie aber abends eben immer nur so als gute Nachthüpfer, dass sie dann auch reingehen, damit sie sich der Fuchs holt. Ja, besucht uns gerne mal. Und gerne auch natürlich unsere Hoppels. Einen schönen Tag wünsche ich euch.